Hallo liebe Nerds, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lars uns reden. Eine wie immer ganz besondere Folge. Ich habe wie immer einen ganz besonderen Gast, den lieben Jonas von Produktivkeller Studios, ein fantastischer Studioname. Hallo Jonas. Hallo Lars. Ja, freut mich, dass dir unser Name gefällt. Ja, es ist ja mal was anderes, ne? So die meisten höher, schneller, besser und keine Ahnung, aber mit Keller finde ich cool. Auch das Logo finde ich schön. Ihr hattet mich schon bei dem Logo im Grunde. Ja, interessant, dass der Keller-Part dir gefällt. Wir waren immer zu stolz darauf, dass wir produktiv sind. Daher kommt auch der erste Teil. Wir dachten uns, was können wir eigentlich? Ach so, wir können arbeiten. Deswegen nennen wir uns doch mal so. Ach so, und dann der zweite Teil. Ja gut, Nerds hast du angekündigt, sind wir natürlich auch. Daher die Synergie. Also eigentlich war es nur ein blöder Witz und irgendwie war es klangvoll. Dann haben wir ein Logo bekommen und das ist gewachsen und hat sich etabliert. Es ist insofern, das passt fantastisch in diesen Kanal rein, weil auch ich, du musst dir meine Anführungszeichen vorstellen, die ich gerade in der Luft gemacht habe. Ja. Mein Humor wird auch regelmäßig als kellertauglich und so und noch tiefer bezeichnet. Also insofern, ich habe da direkt diese Synergie, die Synergie gefühlt. Ich verstehe. Ein Träumchen. Ja, ihr habt den Gartensimulator programmiert. Ich bin begeistert, beschreibt es nicht mal ansatzweise. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, wie gehen wir das an? Also uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Also den Produktivkeller haben wir gegründet letztes Jahr im Juni. Und wir haben erstmal uns auf Projektsuche begeben. Also ich muss vielleicht noch weiter ausholen, wenn ich sage wir, wen meine ich? Ich meine mich. Ich bin einer der drei Gründer des Studios und meinen langjährigen Kumpel eigentlich, den Stefan Bechert. Also wir waren ursprünglich zu zweit und das ist jetzt sind wir in 2018, da haben wir dann beschlossen, okay, wir sind irgendwie beide Informatiker, wir sind beide begeisterte Zocker. Was fangen wir an mit unserem Leben und dieser Erkenntnis? Wie wäre es mit Spieleentwicklung? Und dann haben wir angefangen, hobbymäßig Projekte zu entwickeln und das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir 2021, also 3 Jahre später, soweit waren. Bis dahin, zwischenzeitlich kam da noch jemand dazu, der David Shiplock. Bis wir dann soweit waren, eine Firma zu gründen und irgendwie ein paar konkretere Ideen und Ziele hatten. Und wir haben erstmal ganz anders gestartet. Wir haben mit Pindem gestartet. Das ist ein Prototyp. Also wir haben ein Prototyp entwickelt von einem Spiel, in dem man mit Pfeil und Bogen Zombies an Wände klatscht. Das war okay. unser erster Versuch. Auch gut. Es ist leider nicht zur Marktreife gekommen. Das Projekt ist jetzt ein Asset, das wir in der Firma haben und vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, weitertreiben, aber aktuell ruht das. Und das hat aber dafür gesorgt, also nicht nur das, was auch dafür gesorgt hat, ist so die, also wir waren ja in der Zwischenzeit nicht untätig, wir haben nicht quasi festgestellt, dass wir Bock auf Games haben und dann 3 Jahre später eine Firma gegründet und dann einen Prototyp gemacht, sondern in den 3 Jahren davor haben wir viel Zeit investiert, quasi also unsere Freizeit, weil wir hatten dato noch andere Jobs, in die Materie einzutauchen. Wir haben Games programmiert, wir haben Game Jams gemacht, mitgemacht, veranstaltet und hatten dann so nach 3 Jahren eine ganze Reihe an kleinen Projekten rumliegen und die haben wir auf einer Webseite veröffentlicht. Produktivkeller.com gibt es heute noch und haben versucht, damit Aufmerksamkeit zu erregen und das hat erstmal gar nicht so gut funktioniert. Also wir haben ganz lange Zeit von niemandem irgendwie viel, also ja klar, wir haben eine Handvoll Leute erreicht und so, aber nichts, was quasi dafür sorgt, dass wir am Ende unsere Miete davon bezahlen können, mal flapsig gesagt. Und eines Tages aus heiterem Himmel haben wir dann einen Anruf bekommen von einem Publisher,
oder es war kein Anruf, eine E-Mail, ich weiß es nicht, ist auf uns zugekommen. Er ist quasi über unsere Website gestolpert, über die Steam-Page, hat gesehen, junges Studio aus Deutschland, kann coole Games in kurzer Zeit machen. Im Wesentlichen war die Aussage, hey, wir haben hier noch ein altes Projekt, das ist zu 70% fertig oder so. Und habt ihr nicht Bock, da drauf zu springen und das mit uns zur Marktreife zu bringen? Und das war der Gartensimulator. Also das ist quasi die ehrliche Geschichte. Es ist quasi nicht so, dass wir die leidenschaftlichen Gärtner waren und uns gedacht haben, das ist jetzt das Traumprojekt, das wir erschaffen. Es war ein bisschen anders, es hat sich quasi ergeben. Es war so eine zufällige Konstellation ein Stück weit. Also natürlich nicht ganz. Wir haben es quasi geschafft, mit unserer Kompetenz Aufmerksamkeit zu erwecken und sind dann in diese Zusammenarbeit gestartet. Natürlich war es so, wir haben das Projekt gesehen und wir fanden es cool. Wir fanden insbesondere auch cool, dass wir mit dem Team, das wir zu der Zeit am Start hatten, in der Lage waren oder das so eingeschätzt haben, dass wir dass wir das quasi stemmen können, dass das quasi ein Projekt ist, dass wir nicht in die Hand nehmen und daran scheitern, weil wir es nicht umsetzen können, sondern dass das tatsächlich was ist, was zu uns passt und was wir delivern können. Und im Wesentlichen ist es so grob passiert. Natürlich gab es zu der Zeit, da gab es dann auch andere Überlegungen, aber das war die attraktivste und deswegen haben wir uns für die entschieden. Das habe ich lange geredet. Ich frage mich, ob ich deine Frage beantwortet habe. Alles gut. Im Gegenteil, du hast mir das, was du nicht wissen kannst. Wir sprechen uns ja im Vorfeld üblicherweise sehr wenig ab. Ich versuche das immer aktiv zu vermeiden, weil ich finde, dann kommen einfach irgendwie organischere Unterhaltungen zustande, als dass du dann so nächste Frage, okay, und dann musst du dann irgendwie gucken, wie du das Ganze dann mit Fleisch beschmeißt. Deswegen, du hast mir sogar Fragen beantwortet, die ich im Vorfeld, die ich so gar nicht hatte. Ich habe mich nämlich gewundert, weil es nämlich schon relativ alte Videos vom Gartensimulator gab, die aber zum Teil ganz anders gewirkt haben, wo ich mir dachte, das ist doch gar nicht so alt, gibt es da zwei von? Also war ich sehr irritiert, hatte es tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt hast du mir quasi die Frage rückwirkend im Voraus beantwortet. Ach, gucke, jetzt ergibt es Sinn. Okay, alles klar. Sehr cool. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, weil du beschreibst da, glaube ich, eine sehr große Schnittmenge an Problemen oder Hürden, die sehr viele Leute, die in einer potenziell ähnlichen Situation genauso haben. Weil am Anfang, du kommst mehr oder weniger frisch von der Uni und bist erstmal motivierend bis zum Haaransatz hoch und weiß gar nicht, wohin mit deinen ganzen Ideen. Und dann stehst du da, ja, aber ich habe ja kein Team, ich habe keine Firma. Ja, okay, und selbst wenn ich jetzt eine Internetseite total toll designe, die muss ja erstmal einer finden. Und das ist ja genau das Problem. Internetseite in meinem Fall jetzt nicht, aber das ist ja also zumindest den Teil, den kenne ich halt und deswegen hatte ich mich da sehr verschüchtert bei euch so gemeldet, hey, habt ihr Lust mit so einem kleinen Nerd zu quatschen, weil das hatten wir im Vorfeld kurz besprochen, was du dir davon von größeren oder auch nicht mal ansatzweise großen Studios teilweise für Sachen anhören kannst, wenn du nur mal fragst, ey, habt ihr mal Bock über euer Projekt zu reden, das ist der helle Wahnsinn. Also da legst du echt die Ohren an. Aber gut, jedem, wie er es halt so für richtig hält. Und ja, aber dann zu sagen, okay, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das, womit wir quasi angetreten sind mit der Idee. Lass uns doch mal gärtnern. Aber es sieht gut aus. Und den Punkt, den fand ich mega, mega spannend, so doof das klingen mag. Wir trauen uns das zu und das kriegen wir auch hin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, weil da scheitern viele dran, weil gerade mit Steam und Early Access, und ich meine, du bist selber Gamer, du wirst da auch so deinen persönlichen Pile of Shame da vor dir herschieben, wo du denkst, oh, das klang in der Theorie aber deutlich besser, als es jetzt aussieht. wo du halt merkst, oh ja, da haben sich Leute aber ganz schön was vorgenommen. Und da finde ich es gerade in der heutigen Zeit sehr sympathisch und einfach mal so ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, die dann aber auch abliefern zu können, als einem dann hier die riesen Hochzeitstorte zu versprechen, die dann irgendwie 20 Jahre später kommt. Da hast du dann ja auch nichts von. No.
Absolut, absolut. Also das ist gar nicht unsere Art, das ist auch nicht. Also wir sind ja nicht Spieleentwickler geworden, quasi in einem jungfräulichen Setting ohne Vorerfahrungen, sondern wir sind natürlich gebrandmarkt von Erfahrungen, von Spielen, die uns vielleicht enttäuscht haben oder so. Wobei das ist jetzt falsch, das ist zu negativ. Man macht nicht Spiele ausschließlich aus dieser Motivation heraus. Aber natürlich, also ich möchte den Leuten, die unsere Spiele spielen, überhaupt den Leuten, die mit unserer Marke in Kontakt kommen oder mit unserer Firma, ist, glaube ich, das bessere Wort hier, nichts versprechen, was wir nicht halten können. Und dazu stehe ich voll und ganz. Also das wollen wir nicht. Fühlen wir nicht, das machen wir nicht. Ja, das ist, denke ich, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dafür habt ihr aktuell, da habt ihr euch dann sehr, sehr guten, also was heißt Zeitpunkt ausgesucht. Ihr konntet es euch ja nicht aktiv aussuchen. Man kann sich ja nicht aussuchen, in welcher Zeit man lebt. Aber wenn man sich halt jetzt mal so gerade so diese Branche mal so anguckt, was das irgendwie so, wie es da aktuell so aussieht, so diese ganz großen und ich sag mal, wir sind ja, naja, wobei du bist eine Ecke jünger, so ehrlich muss man sein, so die Helden meiner Kindheit, sag ich mal. Ja. Das heißt ungefähr die Helden deiner Pubertät, so ganz grob. Reden wir jetzt darüber, welche Games wir gezockt haben. Also ich bin aufgewachsen mit Dungeon Keeper Oh ja, oh. 1. Ja, aber hallo. Über alles Weitere reden wir nicht. Okay. Das hat mich aber nicht enttäuscht. Das war ein gutes Spiel. Das war ein richtig gutes Spiel. Dungeon Keeper, lasse ich nichts drauf kommen. Nur alles, was dann danach so kam aus der Richtung, das war dann eher so, naja. Nee, aber ich meine, wenn man sieht, was da so diese ganzen großen Riesen-Publisher, wie die da teilweise aktuell sich da, ich will nicht sagen auch verhalten oder so, aber was da teilweise abgeht, wo du da wirklich von einem Shitstorm in den nächsten sägst und du denkst, oh Gott, ey, und die fand ich mal toll. Was ist denn aus dem Laden geworden? Und was jetzt, ach, die jetzt auch noch und oh nee, und so die eine Firma, an die du noch glauben konntest, ja, die jetzt auch noch, oh, super. Und auf der anderen Seite, und da schlagen wir direkt wieder die Kurve, weil ich bin da ähnlich gestrickt wie du. Ich habe da auch keine Lust, auf irgendwelche Leute drauf zu hauen. Zumal so, wenn sie nicht anwesend sind und nichts dazu sagen können. Das ist halt so, auf der anderen Seite ebnet das so ein bisschen den Siegeszug für wieder kleinere Studios. Weil aktuell, wenn ich mir so meine persönliche Steam-Liste angucke, wo ich richtig viel Spaß mit habe, das sind alles kleine Studios, das sind kleine Teams, teilweise unter 10 Mann. Und das ist irgendwie, findet da gerade so ein Umdenken statt, habe ich den Eindruck. Das kann gut sein. Ich glaube, es ist, also wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass die Vielzahl der kleinen Studios nicht in deiner Steam-Liste sind. Also, ich glaube, es ist schon schwer. Ich glaube, es ist auch für uns, wir sind auch noch nicht über den Berg, würde ich sagen. Es ist immer schwierig, als kleines Studio sich auch zu behaupten, weil es gibt halt offensichtliche, also neben der Tatsache, dass man vielleicht das hält, was man verspricht, das ist aber nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch Erwartungen, die Spieler haben, die man dann unter Umständen nicht erfüllen kann, weil man halt nicht die Ressourcen dafür hat. Sei das jetzt die Entwicklungspower oder die 7 Grafiker pro ein Programmierer im Team oder so. Da gibt es halt einfach gewisse Realitäten, die man dann trotzdem. Also es gibt quasi wahrscheinlich Vorteile, die große Studios haben und Vorteile, die kleine Studios haben, will ich damit sagen. Für uns ist es vermutlich, dass wir besser einschätzen können, was wir tatsächlich liefern können, weil wir genau wissen, wer ist da und was kann jeder. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man jetzt 400 Mitarbeiter hat oder so, ist halt auch schwer zu sagen, was die dann tatsächlich an Output liefern. Keine Ahnung, wüsste ich auch nicht, wie ich das dann kommunizieren würde und so. Ich kann schon verstehen, dass das schwierig ist. Glaube ich. Wir haben jetzt nichts über was Konkretes gesprochen, müssen wir auch gar nicht. Es ist so, wie du sagst, macht keinen Sinn, Leute zu bashen, die nicht da sind. Ja. Nee, So ach. würde ich das irgendwie sehen. Genau, ach, wie gesagt, das ist auch im Grunde relativ tiefgründig. Das ist halt, also so dieses Klischee, man muss nur in Anführungszeichen mal eben ein gutes Spiel bauen und dann wird man mit Geld erschlagen.
Stimmt so nicht, kann ich sagen. Glaube ich. Weil das ist halt mittlerweile, ich meine, der Zug ist halt schon lange abgefahren. Wir sind halt, das hast du ja auch quasi nochmal eben so bestätigt, wir sind halt mittlerweile voll in der Hand von eben Algorithmen. Und wenn du da halt eben warum auch immer nicht auftauchst, dann tauchst du da halt eben nicht auf. Und dann kannst du für dich das beste Spiel der Welt haben, wenn es keiner sehen oder finden kann, dann ist es halt so. Und das Lustige ist, ich bin ja wirklich ein riesengroßer Nerd und gerade so Simulationen und so bin ich echt sehr aktiv dabei. Ich habe bei Steam, ich habe den Gartensimulator von euch, ich habe den nicht gefunden. Also sonst üblicherweise taucht da mal da was auf und dann taucht da mal was auf und dann suchst du da mal durch. Ich habe den so nirgends auf dem Schirm gehabt, bis eine von meinen Moderatorinnen mir dann mal einen Link geschickt hat, ey, du bist doch hier so ein Riesen-Nerd, da sieht doch sowas aus, wenn du doch an so einem Kram Spaß hast, das könnte dir doch gefallen. Und so bin ich auf euch gekommen. Und nachdem ich dann danach aktiv dann wirklich in der Suche gesucht habe, so habe ich euch dann gefunden. Aber ihr wurdet mir zum Beispiel, trotz da eine extrem hohe Schnittmenge mit allem Möglichen war, wurdet ihr mir nicht angezeigt. Und dann stehst du da. Ja. No? Ja, ist natürlich jetzt die Frage, ich glaube, es kommt, wahrscheinlich hast du quasi ein paar Tage nach dem Release erst irgendwie, also gut, weiß ich nicht. Ich glaube, es war so tatsächlich am Release-Tag und auch noch am Tag danach, waren wir irgendwie zu finden auf Steam bei neu und angesagt oder so. Da gibt es so eine Kategorie auf der Shop-Seite. Da waren wir schon unterwegs, aber es ist jetzt nicht so, dass wir es auf die Hauptseite geschafft haben, leider. aber nichtsdestoweniger muss man sagen, dass wir riesen Glück hatten, weil es gab eben so eine Handvoll recht große YouTuber, die irgendwie auch drauf gestoßen sind. Es gab auch quasi auf der Gamescom, habe ich auch ein Interview gegeben. Also es gab auch so ein bisschen Bemühungen natürlich, dass das da Sichtbarkeit geschaffen wird. Und ist natürlich jetzt schwer zu sagen im Nachhinein, was davon jetzt Früchte getragen hat, aber ich glaube, wir haben schon mehr Sichtbarkeit geschafft als die meisten Indie-Titel. Und damit sind wir super zufrieden. Also wir sind insbesondere auch zufrieden damit, wie die Reviews aussehen. Also der Gartensimulator kommt gut an, die Leute haben Spaß. Das war uns das wichtigste Anliegen. Also hätten wir quasi... Also ich wäre nicht zufrieden damit, hätten wir quasi doppelt so viele Stückzahlen verkauft, aber dafür nur schlechte Reviews. Genau. Unser Anliegen ist ja schon quasi den Leuten was an die Hand zu geben, was sie dann tatsächlich auch unterhält, was ihnen Spaß macht, was sie gerne spielen, dass sie uns auch irgendwie mit einem positiven Erlebnis assoziieren. Ja, aber das hast du ja, ich meine, wenn ich da gerade mal so direkt da reingerätschen kann, das hast du ja oder ihr in eurem Team, ihr habt das ja nur relativ bedingt in der Hand. Ich meine, ihr könnt ja nur, und das ist so der Punkt, da habe ich witzigerweise, hatten wir vor ein paar Tagen, hatten wir da im Stream drüber gequatscht, über ähnliche Problematiken. Du hast das ja als Entwickler auch nur relativ bedingt in der Hand. Also du kannst halt so den Rahmen und den Gerüst halt in Form deines Spiels bieten und das ist ja, ich habe eben schon erfolgreich etliche Achievements abgestaubt und bin da schon richtig dran. Ich musste mich wirklich losreißen. Ich will noch schnell noch meine Primeln düngen und dann geht's weiter. Also, das halte ich gar nicht mehr lange auf. Keine alles, Frage, gut. Ach, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich quatsch dich 10 Stunden fest. Da bin ich schmerzfrei. Nee, aber das ist einfach, es macht richtig, richtig viel Spaß und alles. Aber wenn du jetzt, und das ist halt auch so ein Problem dieser Zeit, wenn du mit dieser Art, wie soll ich sagen, Pacing von dem Spiel nicht zurechtkommst, es ist ja sehr entschleunigt und es ist ja sehr gemütlich. Und jetzt hätte ich fast gesagt, es explodiert ja nichts, genau genommen schon. Zwinker, zwinker. Das lassen wir als kleines Geheimnis für die das Spiel kennen, die werden wissen, was ich meine. Aber das ist halt sowas, das ist, kann ich mir vorstellen, auch nicht für jeden was. Und wenn das jetzt, warum auch immer, Leute dann so kaufen und dann, da sind ja gar keine Panzer drin und scheiß Spiel, miese Review und dann stehst du da und kannst ja auch nur mit den Schultern zucken. Also, ne, willst du jetzt deswegen wegen einem Typ dann da Panzer einbauen oder sowas? Also, was machst du denn dann? Also, da kannst du ja nur sehr bedingt teilweise mit reagieren oder darauf reagieren, schätze ich immer.
Also die Negativerfahrung haben wir jetzt in dem Ausmaß zum Glück noch nicht gehabt. Es gibt, glaube ich, ein paar negative Reviews. Es gab ein paar Leute, die hatten Probleme mit Crashes und so. Andere wünschen sich mehr Content und so. Aber jetzt nichts Furchtbares. Und bei den Crashes, da waren wir hinterher, da gab es auch schon Updates und wir haben Safe Games händisch gefixt von Spielern. Also wir versuchen schon. Oh Gott. wir versuchen schon ein Stück weit die Leute zufriedenzustellen mit dem Produkt, das sie da gekauft haben. Natürlich. Das ist zu schwach. Also wir haben eigentlich. Wir sehen uns in der Rolle, dass es unsere Aufgabe ist, das zu tun, wenn wir so ein Produkt veröffentlichen. Also das ist einfach so, das ist selbstverständlich. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube schon, dass man ein Stück weit Kontrolle hat. Also es gibt ja dankenswerterweise Möglichkeiten, dass man die richtige Zielgruppe auf Steam erreichen kann. Du hast gerade dargelegt, es hat bei dir nicht funktioniert. Aber ich glaube, durch die Tags und auch über den Titel des Spiels hat man schon ein Stück weit die Möglichkeit, die Erwartungen zu setzen. So, also ich hoffe, ist jetzt keiner den Gartensimulator aufgemacht und hat sich ein ARPG, was weiß ich, Racing, PvP, irgendwas Spiel vorgestellt. Das wäre schade. Dann würde ich aber auch nicht die Schuld bei uns sehen, sondern bei Steam, dass sie es nicht hinbekommen, quasi sinnvolle Sachen mit ihren Text zu machen. Also. Genau, der PvP-Aspekt. Jetzt, wo du sagst, warum hat dieses Spiel keinen PvP-Modus? Ich prangere das an. Gut. Nee, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt zum Beispiel sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast. Dass, also gerade, wo du da sagst, hier teilweise händisch noch die Safe-Games von den Leuten repariert. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den kannst du dir wirklich, glaube ich, wirklich nur erlauben. Ich meine, korrigiere mich, aber das kannst du, glaube ich, wirklich nur erlauben, wenn du noch relativ klein bist. Weil wenn du jetzt erstmal so die ersten 50.000 Mitarbeiter hast, ich glaube, dann noch anfangen mit Safe Games fixen, ich glaube, dann hast du andere Probleme. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Auch die Erfahrung mit den 50.000 Mitarbeitern habe ich noch nicht gemacht. Man müsste ja annehmen, wenn man mehr Mitarbeiter hat, hat man mehr Ressourcen, um quasi sich um seine User zu kümmern. Aber keine Ahnung, also letztlich haben wir ja was, also ist auch nicht immer so ganz klar, warum jetzt ein Safe Game kaputt geht, aber es gab schon ein paar, also den ein oder anderen Bug, den wir inzwischen gefixt haben. Also die Grundannahme ist schon, dass das erstmal was mit uns zu tun hat, wenn jemand um das Safe Game abschmiert. Und dann kümmern wir uns halt drum. Ich glaube, es ist eher so, es hat eher, glaube ich, was mit dem Erfolg des Titels zu tun. Mhm. Also hätten wir jetzt quasi mehrere Millionen Leute erreicht und davon haben 4% Probleme mit Safe Games, dann ist es irgendwann einfach nicht mehr möglich, alle Safe Games zu fixen. Dann hätten wir eine andere Lösung finden müssen. Aber es waren jetzt, ich lasse mich vielleicht irgendeine Zahl kleiner 20, würde ich sagen. Und das ging dann schon. Ich meine, das ist ja generell so ein Problem. Vielleicht kannst du da mal noch so kurz ein, zwei Takte zu sagen, weil ich meine, das ist ja immer so Bugs. Ja, mei, ich meine, das ist ja, das, glaube ich, so das große Problem damit. Die Dinger lassen sich ja teilweise, die kündigen sich ja nicht an. Also könnte ich mir mal vorstellen in meiner Naivität, du magst mich da gerne korrigieren. Es ist ja nicht so, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Code oder irgendwas da drin hast, dass dann Fenster aufploppt, so, und jetzt an der Stelle bitte einen Bug einfügen, damit sich die Leute darüber aufregen können. Ihr erfahrt das ja üblicherweise, ihr testet sowas ja selber, aber ihr erfahrt das ja dann wahrscheinlich in Konsequenz als letztes. Spätestens, wenn sich die Leute aufregen, ey, was ist denn da auf einmal los? Wieso ist mein Rasenmäher plötzlich schwarz oder sowas, wo du denkst, hä, wie, was? Der ist doch gar nicht schwarz, was ist denn jetzt los? Muss man ja auch erstmal gucken, wie man damit umgeht. Ja. Genau, also es gibt so verschiedene Abstufungen an Mechanismen, die da greifen. Das ist natürlich der Worst Case, wenn quasi der kritische Bug dann beim Nutzer auftritt, der schon Geld dafür ausgegeben hat. Also, wie gesagt, verschiedene Dinge. Also zum einen natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, testen wir das Spiel selbst. Während wir es entwickeln, haben wir es quasi, ich glaube, ich habe irgendwie 300 Spielstunden im Gartensimulator oder so. Die habe ich auch bald. Okay, sure, aber was ich damit sagen will, ich habe eine signifikante Lebenszeit investiert, um quasi die Bugs an erster Stelle selbst zu erleben. Und dann habe ich natürlich während der Entwicklung die Möglichkeit, sofort gegenzusteuern und sie zu fixen. Soweit so logisch. Das ist quasi das eine.
Das andere ist, dass wir immer wieder, auch während der Entwicklung, einfach Leute davor setzen. Das ist jetzt in erster Instanz jemand aus dem Freundeskreis. Dann kommt halt mal mein Kumpel vorbei und oder kommt nicht vorbei, sondern ich schicke ihm irgendwie, gebe ihm einen Zugang zum Game, er kann es zocken. Er sagt mir dann am nächsten Tag, war nicht so gut, ist leider viermal abgestürzt, das und das. Sowas. Also quasi Playtesting während der Entwicklung, zusätzlich dazu, dass wir es selber playtesten. Und dann gibt es noch quasi vor einem Release so eine Phase, in der wir einfach nochmal dediziert Ressourcen auch aufwenden, um quasi die Qualität sicherzustellen, dass halt Leute tatsächlich dafür auch nochmal bezahlt werden, dass sie einfach das Spiel testen, ausgiebig und zocken und die Bugs dokumentieren und so. Also das gibt es natürlich und dann haben wir zu guter Letzt eine recht aktive Discord-Community. Das ist dann allerdings auch erst nach Release, wenn die dann Zugang zum Game haben, wo einfach die Bugs reported werden, wenn sie auftreten und wir sammeln die und dann sind wir dahinter, dass es, wenn es schlimme Dinge sind, schnell einen Hotfix gibt. Und so grob das. Also es sollte nicht so oft passieren, dass quasi ein super offensichtlicher Bug, der kritisch ist, noch im Spiel ist, weil diverse Mechanismen vorher hoffentlich greifen. Ja gut, aber auch das ist ja ein Problem. Das wächst ja exponentiell mit der Komplexität von einem Spiel. Absolut. Ohne euch da jetzt zu nahe treten zu wollen, um Gottes Willen. Also ich finde den Gartensimulator wirklich, ich finde den richtig, richtig nice. Aber es ist ja doch überschaubar von der Komplexität her, was auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, so andere Titel, die jetzt aktuell sehr populär sind, wo dann erstmal so die ersten 20 Seiten von Reviews alle negativ sind. Scheiße, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Das ist halt die logische Konsequenz, wenn du halt brüllst, hier, ich will komplexer, ich will mehr, ich will größer, ich will besser. Dann hast du halt auch mehr Fehlerquellen, die du da dann ja auch erstmal finden musst. Ne? Das ist ja das nächste Problem. Du musst den Bug ja, so wie ich das verstanden habe, erstmal reproduzieren und damit dann quasi eliminieren kannst. Absolut, genau. Aber haben wir bisher zumindest noch keinen gefunden, keinen besseren Weg, als dass Leute das Spiel spielen, auch während der Entwicklung schon, und Feedback geben. Also, wir können nicht quasi, wenn du dir vorstellst, du brauchst vielleicht über den Daumen gepeilt 10 Spielstunden oder so, bis du ungefähr alles mal getestet hast, was du im Gartensimulator machen kannst. Es kommt darauf an, es kann auch mehr sein. Es kommt darauf an, wie sehr du Wert drauf legst, so schnell wie möglich alles freizuschalten. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es ja nicht, wenn du eine Änderung gemacht hast, kannst du nicht 10 Stunden lang das Spiel zocken und alles prüfen. Ja, klar. So, das heißt, an der Stelle braucht man dann eben Leute, die mit am Start sind und unterstützen, das zu testen. Und da haben wir ein paar und das würden wir einfach mal so in die Zukunft mitnehmen, als positives Beispiel für unser Konzept oder für unser System diesbezüglich. Es hat ja funktioniert. Also es ist nicht so, dass es gab eine Handvoll Bugs, aber es war nichts, was wir nicht handeln konnten. Es ist natürlich anzunehmen, dass es bei einem größeren, längeren Titel mehr wären, aber dann würden wir auch wiederum proportional dazu mehr Zeit in Qualitätssicherung stecken. Das also wir haben jetzt dann auch, ne? Genau, wir haben jetzt quasi verstanden, was ist notwendig, um ein Projekt von dieser Größe zu bändigen, was die Fehler angeht. Und diese Erfahrung würden wir mitnehmen und einfach ins nächste tragen. Das ist so die Idee. Ja. Kann natürlich, ja, lass ich mal so stehen. Nee, Gottes Willen, ich meine, das kommt ja auch mal sehr aufs Projekt dann irgendwo an. Aber ich meine, im Grunde, ihr habt schon, und das muss man halt auch erstmal hinkriegen, ihr habt zwei richtig, richtig, richtig klasse Features eingebaut. Also ich glaube, ihr habt die weltbeste Katzen-KI, die es geben kann, ins Spiel gebracht. Also das Vieh ist wirklich zu jedem Zeitpunkt, an jeder Stelle voll im Weg. Da wird euch jeder Katzenhalter und Besitzer zustimmen, dass das exakt das Verhalten von einer Katze ist, sich maximal in den Weg zu legen, egal an welcher Stelle und egal um was es geht. Also die Katze ist ausgezeichnet. Finde ich richtig gut. Meine ich nicht ironisch, finde ich wirklich richtig, richtig cool, das Tierchen. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich dann direkt so fragen würde, wieso sind da noch keine DLCs mit anderen Katzenfarben oder sonst was? Das würde sich so anbieten, dass man dann andere, oder ein Hund mit Hundehütte oder sowas, oder ein Katzenkorb.
da würde ich dann zum Beispiel schon wieder jede Menge Content sehen. Finde ich richtig toll. Wie seid ihr eigentlich auf die Katze gekommen? War die auch schon drin oder habt ihr so gesagt, ach nö, da muss noch irgendwas anderes her? Nee, das war, das wir hatten einfach Bock auf eine Katze. Ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Wir fanden einfach, das passt gut, das passt zur Stimmung, das ist irgendwie witzig, wenn man mit der interagieren kann. Oh, es ist tatsächlich, glaube ich, mit einer der aufwendigsten Code-Stellen, also freut mich, dass es dir gefällt. Doch, die Katze, die ist richtig toll. Das erste Achievement war Katze streicheln und die nächsten zwei Achievements, naja, kannst du dir denken. Ja. Was kann man mit dieser Katze alles machen? Finden wir es heraus. Ich habe ausgiebig getestet, was man mit der Katze alles anstellen kann. Deine andere Frage war, warum gibt es quasi nicht mehr Content? Also zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nicht konkret mehr Content, weil wir quasi bis zum Anschlag daran entwickelt haben, was jetzt gerade da ist. Also neuer Content fällt ja nicht vom Himmel, der muss entwickelt werden. Genau, aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass da noch Dinge passieren. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin halt ein Riesenfan von solchen DLCs, einfach weil ich persönlich, ich sehe da halt eine sehr große Schnittmenge. Auf der einen Seite, also so Schnittmenge an anderen Möglichkeiten. Auf der einen Seite hast du halt ein Spiel oder ein Produkt, wie auch immer, das du magst, in diesem Fall den Gartensimulator, und denkst du dir, ach, das wäre doch jetzt noch schön, keine Ahnung, jetzt vielleicht noch einen Schaukelstuhl auf die Veranda oder irgendwie sowas. Und auf der anderen Seite hast du dann als Publisher aber auch oder als Entwickler hast du die Möglichkeit, du kannst ja auch nochmal dann entsprechend ein bisschen Einnahmen generieren, weil das ist ja so das Problem immer. Die Leute bezahlen ja einmalig Geld, wollen aber noch die nächsten 15 Jahre irgendwie Content oder Updates oder sowas haben, aber das muss ja auch alles bezahlt werden. Und dadurch hast du halt immer die Möglichkeit, dann kannst du da mal noch mal ein bisschen was machen und da mal noch mal ein bisschen was machen. Also ich persönlich, so in meiner perfekten Welt, ich bräuchte nicht Teil 48 von hast du nicht irgendwie Spielereihe gesehen, die es da so überall gibt, sondern eben so ein Spiel, da hast du von mir aus einen Initialpreis von was auch immer und dann kommt immer mal wieder da was dazu, dann kommt da mal was dazu und da bin ich auch sofort bereit, dafür was zu bezahlen. Da haben ja alle Seiten was von. Also bin ich grundsätzlich sehr, sehr für zu haben. Aber ja, das kommt halt auch mal auf das Produkt und auf die Menge dann an. Aber du sagst, ist nicht ausgeschlossen, dass da noch mehr kommt. Würde ich so sagen. Fantastisch. Meine Stimme hasste, ich wäre dafür. Und es hängt natürlich offensichtlich am Erfolg des Spiels. Also je mehr Feedback und je mehr die Sachen gewünscht werden, desto logischer ist es für uns, quasi weiteres Zeug rauszuhauen. Es ist einfach so. Also es ist ja umgekehrt so, es ist nicht nur so, dass es quasi Geld einbringt, das kostet natürlich uns erstmal Geld. Ja klar, logisch. Dinge zu entwickeln und das muss man halt balancen und das muss für uns Sinn machen und dann passiert das. Aber das wird sich zeigen. Der Gartensimulator ist ja jetzt recht frisch raus und wir beobachten das und werden darauf reagieren, so wie das für uns Sinn macht. Sehr schön, fantastisch. Ich freue mich. eine Frage, Abschlussfrage mit dem Augenzwinkern so ein bisschen. Wie habt ihr denn die Lizenz mit DHL bekommen, dass die Pakete in-game zustellen? War das schwer, die zu überzeugen? Also ich sag mal, so wie in-game die Pakete zugestellt werden, ich würde mich nicht wundern, wenn das bei uns ähnlich wäre, so wie die manchmal aussehen. Ja, nee, also da haben die Leute auf jeden Fall viel Spaß mit. Super. Wir dachten uns, wir machen es einfach ein bisschen besser, als es in der echten Welt ist. Und ja. Absolut super. Klär's bitte nicht auf. Das ist die Belohnung für die Menschen, die sich das Spiel gekauft haben. Es ist wirklich nicht teuer. Also die 15 Euro, die darf man wirklich gerne investieren. Die sind wirklich sehr gut investiertes Geld. Oder so. Ich habe bekommen. Ich habe es mir selbst gekauft. Es ist ein wunderschönes Spiel. Und das ist tatsächlich, also. Hohes Lob. Danke dir, Mann. Man merkt dir an, dass du Spaß hast. Die Katze war 90% und dann kamen nochmal 80%, als ich das erste Paket bekam. Also, so, jetzt habt ihr mich.
weil du über Katzenfarben gesprochen hast. Also es gibt durchaus Werkzeuge im Shop, mit denen du Dinge einfärben kannst. Das geht auch bei der Katze? Das lasse ich dir jetzt mal einfach offen, aber vielleicht musst du dich da mal umgucken. Ich habe da was freigeschaltet. Ich hätte mich nie getraut, das an der Katze zu benutzen. Ist das dein Ernst? Ich lasse das, denke ich, einfach so stehen und du machst Alter. Die Erfahrung selbst. Das ist ja fantastisch. Oh Gott, das muss ich direkt ausprobieren, ein Träumchen. Oh Gott, siehst du, das ist jetzt sowas, ich mag Katzen grundsätzlich, also vor allem, weil ich selber keine habe. Da kann man mal streicheln und kraulen, aber dann schnell wieder gehen, wenn sie garstig werden. Aber ich hätte wäre nie auf die Idee gekommen, das, oh, krass, alles klar. Hervorragend, ein Träumchen. Weil du es so angerissen hast, muss ich das jetzt noch rausgeben. Ja. Ein Traum. Ja, so. Wunderbar, da geht mir doch das Herz auf, wenn so viel Begeisterung bei mir ankommt. Absolut. Ein winzig kleines, ich versuche immer produktiv und konstruktiv zu sein, wenn ich ein einziges Wunschfeature bekommen könnte. Ich habe viele Streams geguckt, ich habe viele Videos geguckt. Ein einziger Punkt, den ich mir persönlich stellvertretend für etliche Leute wünschen würde, das Unkraut, könnte man da vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie ran, dass es irgendwie so eine Unkrautsicht auf Alt gibt oder irgendwie sowas, dass man irgendeine Taste drücken kann, um das besser zu sehen. Ich suche mir da teilweise ein Abelkörbchen mit dem Zeug. Nicht nur ich. Ja, ich weiß. Also die Videos gehen ja auch nicht an uns vorbei. Wir haben schon eine ganz lange Liste. Das Problem steht da ist auch bekannt. Drauf. Ist bekannt, genau. Genau, generell, wenn Leute Ideen haben, Feedback haben, kommt gerne einfach auf unseren Discord. Verlinke ich auch. Da gibt es einen Channel für Vorschläge, da gibt es einen Channel für Bug Reports. Wenn ihr auch so mal quatschen wollt, gibt es auch noch einen anderen Channel. Einfach vorbeikommen, Rückmeldung geben. Wir lesen die Sachen, wir dokumentieren sie und wir machen die wichtig sind. Wunderbar. Und sinnvoll. Supi, genau. Dann haben wir doch in jeder Hinsicht, ich gucke auf die Uhr, haben wir doch in jeder Hinsicht eine Punktlandung allererster Güte hingelegt. Das hat selten so gut funktioniert. Ich bin da ein ganz kleines bisschen stolz auf uns beide. Das ist einfach deine Moderatorqualität, das ist perfekt. Jetzt übertreib's nicht. Jetzt wenn ich mit Lob kann ich nicht umgehen. Alles gut. Passt doch gut zum Ende des Gesprächs. Also nee, einfach alles gut. Danke dir, das war sehr sympathisch. Ja, danke euch. Danke euch. Wir sind gespannt auf das Video. Gucken wir. Fantastisch. Und dann wünsche ich dir einen schönen Abend, Nachmittag. Ich gehe jetzt erstmal die Katze anstreichen, da kannst du aber glauben. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut, es war sehr interessant, es war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, ich werde jetzt im Gartensimulator wieder rumwüten. Ich werde die Tage dann auch fleißig streamen und auch entsprechend Videos raushauen. Also insofern, der Haken ist gesetzt. Ja, lieber Jonas, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir und deinem Team, deinen Kollegen, alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und wenn da was ist, wir haben da ja eine kurze Leitung mittlerweile gelegt. Das werden wir dann für zukünftige Austausche wahrscheinlich hinbekommen. Sehr gerne, genau. Klingt gut für mich, hau uns einfach an. Perfekt. Dann von meiner Seite, danke ihr Lieben fürs Zuhören, danke dir Jonas fürs Dasein, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.